Ja, goldenes Portal, bitte öffne dich. Ich würde gern wieder ein bisschen überlevelt sein, das fand ich ganz angenehm. Bisschen Bonus-Level wäre jetzt gerade nicht schlecht. Ey, diese Sandboys, ne? Wir müssen mit ein bisschen Zeit aufholen. Gold, Gold, da hinten, da. Ich versuche gerade irgendwie jetzt. Oh, mein. Ah, Gott sei Dank. Ja, Caro, du darfst wieder leben. Gott sei Dank! Was, wie zockt ihr denn noch Riskofrein? Was ist das für eine Frage? Dieses Spiel ist doch schon Computer. Ja. Warte mal, da ist eine Kiste schon mal. Also nicht vergessen, Leute, wir können uns Zeit lassen und nicht sterben, wollte ich gerade sagen. Ich bin so gut wie tot. Ich bin aus dem Sinn. Hier ist auch eine Menge Crap los. Ich bin erstmal weg und heimlich. Wow. Kabu. Ich hab das Gefühl, die Bonusebene hat eine Menge von ihrem Bonus verloren. Ja, ich glaube, die One-Shot-Protection hat mir auch so gerade den Arsch gerettet. Uff. Da war zu viel. Ja, ja, ist es immer noch. Ja, die Laser-Dudes müssten vor allem mal weg. Ich hätte echt nichts gegen irgendwie Geschwindigkeit. Sind wir immer noch so langsam wie am Anfang? Ich glaube, wir haben fast nichts, was Speed bufft, ja. Ich sag ja, irgendwas fehlt immer, ne? Jetzt haben wir zwar DPS und Defense ein bisschen, aber Mobility ist eher. Ich bin am Arsch. Laser hat mich erwischt, leider. Bist du ganz so? Oh Gott, ja. Leute. Ah ja, dann war das auch bei mir. Der Limon und dann noch der. Aber die Zeit rennt mich nicht davon. Nee. Du kannst jetzt ein bisschen kiten. Ich werde also erst. Endlich kann ich mal wieder auf den Chat gucken. Ach so, wie lange wir noch zocken? Das ist eine gute Frage. Lang, sehr lang. Oh, weg, weg, weg. Oh. Hallo, kleiner Turm. Oh Gott, nicht die. Eine ausgezeichnete Frage. Ich hätte gerne einmal Brainstalks zum Mitnehmen. Danke. So, jetzt habe ich keine Abklingzeit mehr. Jetzt kann ich den hier machen und den hier und ich gehe wieder. So. Okay, jetzt sterben sie langsam. Naja, das sieht gut aus. Sehr gut. Wo gab es jetzt nochmal überall Kisten? Das habe ich jetzt gar nicht drauf achten können. Also die Außen wurde, glaube ich, schon aufgemacht. Ah, nee, noch nicht. Okay, dann war es eine andere. Oh, oh. Bist tot. Gut. Ist das da eine Kiste oder ist das nur Schrott? Oh ne, ist eine Kiste. Oh. Ist das Kiste oder muss das weg? Verbandskasten, okay. Boah, ich bin so langsam, ey. Wie. Geschwindigkeit. Oh Gott, warum ausgerechnet ihr? Warum? Warum? Es werden auch immer mehr. Ja, wenigstens gehen sie gerade auf meine Türme. Ja, macht ruhig. Haut alles auf die Türme. Puh. Alles muss raus. So, aber irgendwo da hinten waren, glaube ich, noch Kisten. Brennstocks, Autschi. Ich glaube, da in der Mitte war. Sag mal, wie gut treffen die mich gerade? Die haben gerade Spaß, ja. Ne, hier unten ist keine Kiste. Okay. Ich glaube, wir haben fast alle, oder? Ich glaube, die wurde auch schon genommen. Die im See in der Mitte habt ihr, glaube ich, auch schon gelootet, ne? Ich denke, ja. Okay, solange der DPS stimmt, kann ich schnell meine Skills wieder verwenden. Das ist gut. Das ist sehr gut. So, ein paar Level würde ich gerne noch machen, bevor ich den Boss spawne.
Eigentlich sind Bundesebene nicht zum Sterben da. Ja, Tarkin Befist, hast du recht. Tatsächlich, eigentlich sollte das anders laufen. Na gut, die ist nicht umsonst auch relativ schwierig. Die hat, ist eine sehr gute Chance für dich, wieder gut aufzuholen. Aber auch mit dem gewissen Risiko. Wenn man den Anfang überlebt. Der Anfang ist halt alles voll von der Map. Und dann, ja, okay, das wird halt jetzt dauern, bis ich alle Dinge anhab. Oh Mann, okay, ich mach erstmal beide Türme direkt beim Boss hin, wenn die nicht sofort weggehen. Ich sehe aber gerade, wir haben 10 Lemons in der Kiste. Wer hat denn alles Lust auf eine Kiste, auf eine kleine Zwischen... Zwischenkiste. Richtig. Na gut, dann will ich mal anmachen. Oh Gott. Oh, ich bin so langsam. Eins. Ja, Kabo, ich. Zwei. Ja. Hm. Ich mach's sogar, ich mach's sogar noch einfacher. Oh, Cabo, danke für Eiscream und Lemon. Vielen Dank für Speis und Trank. Gut, dann machen wir mal noch ein kleines Kistchen auf. So ein kleines Zwischenkistchen, ist nicht mega groß, aber es ist ein Anfang. Wenn Yoshi ums Überleben kämpft. Aha. Okay, ich schreibe meinen Countdown rein. Blub, 3, 16, 2, 15, 1 und ab geht er. 11, 10, der Countdown. Eine Zwischensnackkiste. 7, 6. Ah, Aurelioid, hallöchen. Oh Gott, die ganzen Auris habe ich einfach vergessen. Okay. Gut, stimmt, den haben wir jetzt dann auch immer bei den Bosskämpfen dabei. Also. Könnt ihr mir sagen, wenn ich einen Stängel übersehe, diese schwarzen Bäumchen da? Ich müsste nämlich. Oh, guck mal, das ist eine Drohne. Die Leute sagen immer, ich lasse mich leicht ablenken. Dabei stimmt das geil. Oh, guck mal, eine Drohne. Leute, Konzentrat Titten! Ja, genau der, genau so. Konzentrat Titten, ne? Konzentrat Titten, genau. Nein, so, dann mal was. Glückwunsch Karades, Taku und Matze Wolf, Nido und Pette. Und alle anderen, die noch ein kleines bisschen Reste bekommen haben. Lol, Dios bester Freund hat jetzt diese Flügel, verleiht Flügel. Und Matze Wolf, danke für die Lemon. Yay. Ich glaube, ich weiß nicht, ob ich es in einer Phase schaffe, bevor die Dinger wieder ausgehen. Boah. Der geht gerade richtig gut runter. Ja. Ach, Lemoyana, jetzt nerv bitte nicht. Danke. Danke für die Lemon. Ja, easy. Erste Phase geschafft. Give me this. Nice. Easy. Stell dir einfach vor, wie ich so im Wasser lieg, mit dem Boden auf, in den Dreck rein und noch so den, genau, den Dom noch Daumen noch hochhalte. Easy. Oh, Pette, danke für die Lemo. Megumin-Style einfach. Nice, Bakuretsu. Okay, Leute, ihr dürft wieder weiterspielen. Hast du Aurelioid mitgenommen, hier, das Item von dem? Ja, ja. Okay. Hab mitgenommen. Alles klar. Boah, das ist ja langweilig. Ich hab gedacht... Wow. Weiter. Exakt. Titanen. Alles auf Anfang. Und das ist das Eklige am ursprünglichen System. Nur derjenige, der überlebt, kriegt jetzt noch den gesamten Restloot. Und der wird dann stärker und der Rest hängt hinterher und kommt überhaupt nicht mehr hinterher. Also, ja, so mit dem ursprünglichen System. Ich sehe gerade, die Qualle hatten wir noch gar nicht heute. Aber, Stimmt. Ursprüngliches System war das riesige Problem. Du warst einfach gearscht, wenn du hinterher hängst. Ja. Yep. So, kriegen wir jetzt mal ein bisschen Speed ab. Wenn so wir noch mehr Feuerwerk 1, bekommen. Nein, können wir nicht einfach mal so Speed bekommen, ey. Gut, dann aktiviere ich halt eine riesige Kralle. Ihr wollt es also schwerer haben? Gut, von mir aus. Ja, gut, klar. Ja, Lanze, klar. Benzin oder Kette? Was ist Lanze, Benzin? Benzin, ja. Die Blutung bringt auf diesem Stack nicht mehr so viel. Also auf diesen Schwierigkeitsgrad jetzt. Leck! Vielleicht mal ein besseres Aktiv-Item. Mal gucken. Die Vase, toll. Die wird automatisch aktiviert, bringt sie noch mehr. Great. Hauptsache ich höre die ganze Zeit des Elefanten, ey. Geil. Da hinten ist ein Luna. Pot. Ich weiß nicht, was das da hier ist. Soll ich einfach mal Boss aktivieren, dass wir schneller vorankommen, oder? Haben wir schon das meiste gelootet? Ich glaube, ich habe jetzt nicht mehr viel gesehen. Gut, ich habe die andere
ganz hinten mein Limit war ich jetzt noch nicht, aber bis ich da bin, ist das da hinten so. Mit der Ecke, ja, war ich glaube ich auch noch nicht. Weiß nicht, ob da schon jemand von euch war. Na gut, dann gucken wir schnell. Wir können auch nach dem Boss gucken, so ist nicht. Wir müssen ja jetzt nicht sofort hin. Ich würde sagen, machen wir erst einen Boss und dann gehen wir da hinten hin. Oder? Alternativ. Jetzt bin ich schon dort. Ja, gut, ja. Okay, dann warte ich noch. Wenn wir halt Movement Speed Items hätten, dann wären wir halt auch schneller da. Ah, da sehe ich noch eine Kiste mit grünen, ja, Items. Super, mein Schild ist absolut nicht da, wo es sein soll. Super. Oh ja, Stealth Kit. Gucken, da draußen ist aber nichts mehr gewesen, oder? Nee. Magazine. Okay, mehr Minen. Oh ja, I take it. Die machen guten Burst. Ja, ich glaube, das war's. Das war's. Tuck. Du okay, kannst im Grunde aktivieren. Boss wird initialisiert. Ah. Der Vagina-Boden. Ach, guck mal, wo du es erwähnt hast mit den Quallen, ne? Wo ich es erwähnt habe. Wenn schon Qualle, dann richtig. Oh, ey! Wow, ja, na klar! Ja, vielleicht noch ein paar Golems. Alter! Hinter mir sind einfach fünf Golems gespawnt, die mich instant weg Ion kanonisiert haben, ey. Die Shit, okay. Ich dachte, die Bosse waren jetzt schon irgendwie so krass und haben irgendwelche Schüsse gemacht. Nein. Ich wollte gerade noch sagen, guck mal, Eisgolems. Ja. Hat Gutwin, glaube ich, gemerkt. Ja. Aber nur ganz leicht. Die haben ja gerade ein paar zusätzliche Körperöffnungen verfasst, eben. Wie es mit Borderlands 3 aussieht. Also, Cabo und Yoshi haben das Spiel schon, ich muss es mir erst noch holen. Das wird cool, das wird sehr cool. Oh, das wird lustig. Oh ja. Au. Die treffen mich am Rand. Ah. Oh nein, wann machen die nochmal ihr Bum-Bum? Wahrscheinlich bald, wa? Dürfte relativ bald soweit sein. Also ich glaube, na, der bei Cabo braucht noch ein bisschen. Das war, glaube ich, ab Viertel oder Drittel Lebenspunkte, glaube ich. Oder war schon ab... Nee, ab Hälfte war es noch nicht. Wow, wie viel Golems kommt... Oh, ich habe die Golem-Armee gefunden. Wow. Na, die eine Golem-Armee habe ich schon ausgelöscht. Achso, da kam gerade noch eine neue. Okay, jetzt Achtung. AOE, okay, ist tot. Ein Hammer. Gib mir ein A. Ich habe irgendein... Also, da kommen noch mehr Golems. Oh Gott, Schild. Okay. Komm. Alter, was ist mit den Golems auf der Map? Das sind ja richtig. Ich hab keine Ahnung, aber das war mir vorhin auch nicht mehr geheuer. Leute! Ich glaube, wir gehen. Das ist so das Problem. Ranger ist Endgame halt wirklich sowas von squishy, das ist leicht eklig. Ich meine, nur. Ja. Da kann ich eigentlich gleich voll Glass kein Bild machen, wenn wir mal Shape Glass finden würden. Was? Warum sind das nicht einfach Frauen? Was? Was? Alle Frauen? Um was geht's? Achso! Ja, das sind wahrscheinlich Frauen. Was denn? Golem. Achso. Die haben dich angestarrt und du bist explodiert. Achso. Warum sind das nicht einfach Alter, Frauen? Ja. Du bitte nicht wieder sterben, nicht am anderen. Echt, was zur Hölle? Oh, Ranger ich ist. Ich bin aber auch gleich. Ich hab's nicht mal kommen sehen. Also ich glaube, wir sind leicht out of shape. Ja, nee, kannst. Ich bin jetzt gar nicht von demselben beide verlegt. Ja, also irgendwo. Die Gegner hier sind gerade ein leicht bisschen zu heftig. Ich glaube, ich bin an demselben Viech verreckt wie du, ne? Warte wahrscheinlich. Mal. Ich hab's jetzt nicht gesehen. Was genau hat euch bitte gerade zerlegt? Ah, nee, ich bin an was ganz anderem verreckt. Obwohl. Okay. Das Lustige ist, das Viech hat mich, obwohl es mein Stealth-Kit aktiviert wurde, hat mich das Viech trotzdem gleich nochmal als gespotten und treffen können. Apropos Stealth, hier sind sehr viele Gegner gestealtht. Ich weiß nicht, was auf mich zukommt, aber es ist. Oh Gott. Nee, ich bin an diesem anderen Viech da, der diese grünen Giftstacheln da rausknallt. Ach, that One-Shot-Wonder-Viech. Ja, cool. Ja, den ersten hab ich noch irgendwie ausweichen können, aber beim zweiten. Mehr Speed, das gibt's doch nicht, wir so viel Pech haben, was das angeht mit Geschwindigkeits-Items. Komm schon. Ah ja, da ist er jetzt dann gleich, ne? Ha? Who? Dr. Who? Komm, geschwind, nein, nicht schießen. Jetzt habe ich mir noch einmal einen Ziegenhof. Aber diesen Ziegenhof, ey. Oh,
Lass mich doch einfach mal hier. Oh ja, genau. Queen, das ist sicherlich. Klar, hast ein bisschen Minen. Viel Spaß. Yes. Alien hätte. Out of shape, nennt er? Oh nein, ich bin noch lange nicht out of shape, noch lange nicht. Out of shape? Huh? Gut, du hast ja zum Glück noch den Vorteil, dass du Decoys platzieren kannst mit deinen Türmen, also dass die schön deine Türme angreifen. Wenn die mich mal analysiert haben, dann bin ich ziemlich am Anus. Ja. Wo wart ihr jetzt? Seid ihr überhaupt irgendwo schon zum Looten gekommen, oder? Nö. Nee. Ich bin gespawnt, hab einen Gegner gesehen, dachte ich, hey, den versuche ich mal mit meinem vollen Burst zu killen. Ich hau meine alles rein, was ich hab. Der hat so ein Drittel Leben verloren und dann schießt er einmal zurück und ich bin auf 20 Lebenspunkte. Geh meinen Stealth rein, renn weg und dann schießt er mich trotzdem im Stealth kaputt einfach. Okay, das war ein bisschen. Ich glaube, ich mach erstmal an, weil ich weiß gerade auch noch nicht, wo ich groß noch hin soll. Ich schau, ob ich danach noch was looten kann. Aber wir sind doch eigentlich. Wir sind eigentlich doch. Okay, wir sind im Schnitt eigentlich nur so 5 Minuten hinten dran. Und gut, von den Items sind wir jetzt nicht perfekt aufgestellt. Wir sind weit von dem Gott dran entfernt, aber trotzdem sollten wir eigentlich nicht so schlecht abschneiden. Ich finde, dass also Schaden mache ich, keine Sorge. Schaden ist gut. Ja, Schaden ist jetzt auch bei uns nicht das Problem. Vor allem was AOE angeht, ist echt nicht das Problem. Jedoch Defensive und Mobility ist richtig kacke. Ja, Mobility ist komplett von Anis. Ja, Defensive grad. Eigentlich auch. Wir haben nur einen einzigen Teddy und haben ansonsten kaum was zum Schutz. Oh. Echt? Na gut, ich hab meinen Elefanten halt, ne? Ah, er hat einen Elefanten. Ja, gut, stimmt. Töre. Ich kann halt absolut nicht kontrollieren, wann der angeht. Der ist halt mal ab und zu da, rettet mir entweder einen Arsch oder nicht. Das ist halt, der macht sein Eigenleben so. Ist er wieder da oder ist nicht da? Nein, ich komm wieder nicht hoch. Nein. Oh, so ein Doppelsprung wäre was Feines, ne? Ja, das ging euch. Das war nicht gut. Du hörst aber stellenweise aus, aber Wahnsinn. Wahrscheinlich, ja, der Elefant aktiviert, oder? Ich glaube, der war. Oh, okay, das sind eher die Shots, die ich bekommen habe bis jetzt. Oh, ja, stimmt, ich habe noch einen DS-besten Freund. Okay. Alter, obwohl ich es überlebt habe mit One-Shot-Protection, kam noch ein anderer Schuss und der hat mir einfach einen Rest gegeben. Ja, das ist halt das Problem in dem Game. Oftmals kommt dann so ein Clusterfuck an Angriffen, dass dir die One-Shot-Protection nicht so viel hilft, wenn du dich nicht innerhalb von einer Zehntelsekunde wieder hochheilen kannst. Mhm. Deswegen geht das Glass Cannon-Bild nur, wenn du so wenig Lebenspunkte hast, dass du wirklich instant wieder voll geheilt bist. Und schon hat Jus bester Freund, ey. Oh, Portal. Ah, ne, das ist die Opferung, ne? Nee, das ist schon. Ja, das ist Opferung. Schon das normale Portal. Nein, das ist kein Opfer. Wir sind Ebene 7, es müsste eigentlich Opfern sein. Ah, das ist das normale Portal. Ach nee, stimmt, weil es jetzt eine Ebene mehr gibt, ist es wahrscheinlich jetzt. Ist es auf Ebene 9 dann verlagert worden? Gute Frage. Ist hier noch irgendwo Loot? Ich war halt noch nicht in der Cave, aber ach komm. Nee, da hinten ist dieses grüne Fickviech. Nee, komm. Nee, ich mach's Portal. Nee, komm, das dauert sonst zu lang. Außer, was ist der Drucker da? Brechstange, ja super. Danke für nichts. Gordon Freeman Gedächtnis 3D-Drucker, einfach ne. Brechstange wäre jetzt nicht schlecht. Also damals war ja hier die Opferung, aber da es jetzt tatsächlich hier eine Zusatzebene gibt, wird die wahrscheinlich auf Ebene 9 dann sein. Nicht mehr auf 7. Aber dafür den Teddy dann irgendwie zu verlieren, nee, das ist mir dann allzu blöd. So, jetzt ganz ehrlich, ich kein no regret, wenn ich ein Shaped Glass sehe, nehme ich das mit. Ich bin eh so gut wie One-Shot. Natürlich sehe ich kein Shaped Glass. Die Perlen. Ist alles schon wieder scheiße hier. Ah, brauchen wir die noch? Ein Eisring. Nö. Ich denke, ich Feuer. Die Happy Mask. Man ist jetzt nicht gerade das Beste. Nee. Ich habe keinen der Ringe. Ich glaube, ein Ring. Nein. Runalds Ring. Da habe ich wieder einen Frostring. Vielleicht sogar noch einen. Ich meine, einen Frostring habe ich schon. Mir fehlt. Ne, ich lass erstmal einen. Den Feuerring müsste ich doch auch haben. Ich kann mich doch nicht den eingesammelt haben. Ob es irgendeinen Grund ist, habe ich den. Vielleicht geopfert irgendwie? Ne, ich habe seitdem eigentlich. Ah, doch, da, ja. Ich habe bloß. Der ist bloß anders gewesen. Ich habe beide Ringe. Ein Roundhouse jetzt, das Decken wäre zu gern. Okay, machen wir weiter. Kaulat hat aufgehoben, Umgebungslog. Wo ist denn der versteckt? Hier an der. Säule zum Runter. Auf. Wo genau? Ganz unten? Noch weiter runter oder? Hä? Ich bin jetzt hier unten. Wo hast du denn eingesammelt? Hä?
Der war noch, glaube ich, eins tiefer. Aber da unten ist keine Plattform mehr, oder? So, no, doch, da ist noch eine Plattform. Ich bin hier an der Säule davon. Nee, da werde ich schon, da werde ich schon respawned. Hä? Hm. Weil der fehlt mir, glaube ich, noch im Bazaar. Weil hier irgendwo an der Säule musst du mal gucken, irgendwo ist er dann. Ach, in der Mitte an der Säule. Ja. Hä? Spring halt mal runter ein paar Mal. Zu tief. Oder du hast ihn schon, wenn du nicht siehst, ne? Nee, ich hab dir noch nie hier eingesammelt, das kann ich mich nicht daran erinnern. Ich wüsste halt auch absolut nicht, wo an der Säule. Hm. Du hast nicht markiert, ne? Nee, dummerweise nicht. Ich hab nur selber eigentlich nur durch Zufall gerade beim Runterfallen dran hängen geblieben. Ich seh halt auch. Vorher ist nicht so schlimm, weil ich seh's auch nicht, aber ich würde es auch nicht ausschließen, dass ich den schon mal gesammelt habe irgendwann. Von welcher Seite? Oder war der hier an der Säule? An dieser kleineren Säule meinst du? Ich weiß es nicht, Yoshi. Ich kann es dir wirklich nicht sagen. Das war jetzt gerade wirklich Zufall, dass ich da runtergefallen bin. Ja. Ich collecte schon gerne, aber wo genau der jetzt ist. Im Falle kann man ja mal gucken. Ein Video gibt es da bestimmt auch zu, dass man sich das jeder mal anguckt. Aber wir kommen ja noch auf die her. Ah. Da unten geht's an die Säule ran, aber da wird man wieder resettet, ne? Hier unten? Ja, ist reset. Ah, dann nicht. Team. Ja, übrigens, Marty, Yoshi, Marty schreibt gerade, wenn einer einsammelt, bekommen sie alle. Das heißt, wir sehen sie jetzt wahrscheinlich nicht mehr, weil wir es schon bekommen haben. Ach so! Auch die Logs werden geteilt? Oder so? Entscheidend. Okay, cool. Soll jetzt bitte nicht gewonshottet werden. Naja, hier gibt's nicht so hässliche Gegner. nee, auch zum Glück gibt's ja nicht die Viecher, die dich einfach instant wegporten. Ich sind ja zum Glück noch nicht auf Wachtel, Benzin oder die. Bitte sofort Wachtel, wir brauchen dringend Mobility. War das die Wachtel? Wachtel, ja, bitte Wachtel. Wachtel, macht uns was den Jump besser. Wachtel. Oh, Schnecke. Ja, Schnecke. Wachtel, Schnecke, sieht halt gleich aus. Wenn du das markierst, dann wird es im Chat aber angezeigt. Und da ist übrigens der Teleporter hier hinten. Scheiße. Ach komm, okay. Ey, mehr Mobility. Das gibt's doch nicht. Oh Gott, nicht die Viecher. Verpiss dich. Wow. Der Fungus, na endlich. Hat ja zum Glück nicht lange gedauert. Oh hi. Och du liebe Zeit. Nein. Boah, die machen auch so einen Damage. Warum will mich hier alles immer one-shotten? Ein Opfer braucht das Leben. Oh, ja gut. Legendary, kein Legendary. Aber noch ein Stealth Kit. Okay. Sterbt bitte einfach alle, danke. Guck mal, eine Knospe. Nein, nicht noch 50.000 Golems. Schist. Oh, ich bin weg. Kind. Und wo gehst du hin? Laues Portal mache ich wieder an. Zigaretten holen. Zigaretten holen, oh, das ist gut. Wenn du Gegner siehst, markier. Oh, hier ist ein Plünderer. Leute, guck mal, Plünderer, der ist wieder unser Loot-Segen. Oder außer er killt uns instant. Aber ich fänd's cool, wenn er herkommt, weil ich weiß nicht, wie viel der ist. Ja. Hab ich jetzt. Ja, Bruder, sind schnell was. Hallöchen, mein lieber Plünderer. Hello there. Ich komm auch gleich. Geh mal lieber wieder. Ich weiß wieder nicht, was du für Kacke hast, deswegen. Alter! Hör auf! Oh Gott, hält er viel aus. Was auch immer er hat, er hält schon mal übertrieben viel aus. Na, ich hab jetzt mittlerweile. Ist er das? Ja, okay. Au. Doppel Au. Blitz. Okay, er ist. Nice. Grad ziemlich down gegangen schon mal. Nein! Nein, ich habe den Schildgenerator aufgehoben, den zweiten, der hier lag. Womit hat mich niemand warnen können? Jetzt hab ich zwei, meine One-Shot-Protection ist jetzt weg. Hast du nicht eh übertrieben squishy sein, oder? Ich hatte überlegt, das Glas-Cannon-Bild zu machen, aber das geht jetzt nicht mehr. Gut, okay, wir finden hier keine. Ja, der Plünderer heilt sich gerade übertrieben, hör auf. Ich hab nochmal. So, okay. Ja, nice, hier jetzt den Loot aufzumachen, wird auch nett. Oh, Ukulele. Okay, Ukulele, Ring. Oh ja, das sieht sehr gut aus. Wie wär's mit Mobility? Ich seh's nicht, das ist teilweise in der Wand. Was hab ich eingesammelt? Ich hab keine Ahnung.
Klebebombe, panzerbrechende Geschosse, okay. Ja, ach, shit. Gut, gut. Alles gut. Alles gut. Wart jemand schon in den Caves, in den Eishöhlen? Nope, aber ich gehe jetzt mal rauf. Okay. Ah! Raider. Monsterlook. Was haben wir denn da? Oh nein. Nein, 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 nicht nochmal. Ich sag dir nicht nochmal. Oh, fuck! Nein! Alter. Hartlicht Nachbrenner. Oh. Alter. Wow, Kabu. Das ist beschiert. Da ist auch ein bisschen Party da oben. Gleich, wenn du da runtergehst, Yoshi. Oh, das ist toll. Da ist richtig ein grad. Gegner, ja, wo der kleine Minion da. Ja. Oh, da liegst du ja. Ja. Gehst du mal um die Ecke da, wo ich liege? Oh, hier ist. Ne, wir können den Teleporter aktivieren. Hinten zum Teleporter. Komm, let's go. Ich hält hier nichts mehr. Also ganz da hinten, wo. Ja, am Rand der Map. Hartlicht-Nachbrenner. Okay, also meine Türme haben gerade alles gekillt, was hier in die Nähe kam. Die Türme hauen ziemlich gut rein. Warum hast du den jetzt aufgenommen und ich nicht? Oh, ein Tondünschreiter, den haben wir auch lange nicht mehr gesehen. Oh Gott, vier Stück? Nee, das sind jetzt vier, oder? Das ist eine Saugpower, ich sag dir gleich, die Saugpower, wenn die einmal angeht. Ja, das ist. Das ist saugstark, sage ich dir. Saug. Oh fuck. Dagegen das ist ein Dyson. Das ist, ja, ich wollte gerade sagen, das kannst du in der Dyson-Sphäre vergessen. Das ist aber auf Staubsauger bezogen. Okay, ich bin auch raus. Aber hey, ich konnte gerade richtig viele Discs reinschmeißen. Die sind gut runter. Ja, haben sie. Okay. Und wir haben bekommen. Ich glaube, das ist ein neues Item. Das kenne ich noch nicht. Töte schneller hintereinander drei Gegner im Raserei. Ah, nee, Moment. Doch. Das habe ich bloß nur erst relativ. Das hatte ich mit als letztes freigeschalten, deswegen kenne ich das Ding noch nicht. So richtig. Mhm. Boah, wie viele Discs ich gerade schmeiße. Okay, das ist cool. Wenn die Brainstalks aktivieren, ich kann nur Discs schmeißen, das macht Spaß. Das sehe ich nur Schaden. Halt nur wirklich, und man könnte irgendwie die Range erhöhen von den Discs, dass du nicht so nah an Gegner ran musst, dass du die werfen. Also, mir kommt so vor, als wäre die schon weiter weg. Die sind jetzt etwa. Ich kann die etwa so weit schmeißen, wie meine Pfeile auch schießen können. Puh, also, mir kam es immer ziemlich nah vor, bis ich das anvisieren da konnte. Ah. Mon Dieu. Konnte ich eigentlich mehrere Schilder aufstellen? Nee, immer noch. Jetzt habe ich mal ein bisschen. Jetzt habe ich endlich mal ein bisschen Speed. Und Power. Power. Bis jetzt habe ich noch nicht meine Herausforderung abgeschlossen. Ärgerlich. Oh, One-Shot Wonder. Hat beide meine Türme gewonnen schon. Blauspot. Oh, jetzt können wir. Jetzt ist es 8. Bei Ebene 8 ist das neue Opfer. Wollen wir opfern? Ja, besser ist es. Ja, ich meine, du kannst jetzt einen Skin freischalten. Ich leider nicht mehr, aber. Ja. Himmlisches Portal. Gut, dann opfern wir. Für das höhere Wohl opfern wir uns. Verdammt, ich habe vorhin noch diese Analperlen gesehen. Hätte ich die mitgenommen, hätten wir sogar nochmal extra Loot bekommen. Hab ich. Hast du? Ah, oh, nice. Ui. Dann habe ich nichts gesagt. Wieder da. BB. Danke. Pabo, wir opfern uns jetzt. Da hast du doch nichts dagegen, oder? Du opferst dich doch auch gerne. Nein, ich opfer gerne meine. Oh shit, ich habe vergessen, dass da. Wie schon gesagt, du bist verheiratet. Du sollst eh wissen, wie das ist. Halt. Du hast es nur falsch verstanden. Das war ganz lieb und nett gemeint von Goldie, dass er dich verbrannt hat. Bitte? Bei Kaunen. Achso, warte mal, man kann ja mal eine Frau verpetzen. Achso, Opfern. Radiere deine Existenz vollständig aus. Ah, dabei kommt auch jetzt doch mal dieser Boss, oder? Musste ich das aktivieren? Ja, wenn wir die Perlen haben, schon, ja. Achso, ja, dann. Und dieser Boss, dem habe ich zu verdanken, dass ich mit dem, Moment mal, der Scavenger extra Ebene scalen jetzt wie Aurelio. Oh, die scalen jetzt? Oh, die scalen. Gura! Ja, Hauptsache durch den Boden gefallen und erstmal ohne Lebenspunkte in den Kampf rein. Nice. Gut gemacht.
Ach du Scheiße, wie hält denn der aus? Alter, okay, der, dank dem Typen, weil der damals nicht gescaled ist und richtig scheiße war, dank dem habe ich es damals geschafft, den Bonus für den Mage zu holen. Für den, jetzt geht's schwieriger. Ach du Scheiße, der macht Blitze, der macht Blitze, der macht Blitze, oh Gott. Der ist minimal schwerer als da. Ja, meine Türme sind One-Shot. Well. Boah! Der Planet. Nahkampf. Scheiße. Ja, ja, der hat wie gesagt hat irgendwie Ukulele oder so ein Kack. Irgendwas in der Richtung, ja. Nicht nur Ukulele, der hat ein bisschen was. Alter, was zur Hölle? Irgendwas hat mich hier übelst verfolgt und. Wahrheit erfahren. Ja. Oh Gott. Yoshi, du schaffst das. Nicht. Okay, in Zukunft nicht mehr die Perlen mitnehmen. Scheiß auf diese paar extra Mondmünzen, aber der Boss ist OP. Ja, super. Und das war's. Der Boss ist cool. Ja hoffnungslos OP, ey. Und das hat nicht gereicht, um den Skin zu kriegen, ne? Ja, geht's ja. Da lohnt sich ja echt die Perlen, die Mondmünzen für die Perlen ausgegeben zu haben. Wenn die mal geteilt werden, dann. Also den haben die jetzt echt übel krass skalieren lassen. Das ist ein bisschen zu heftig. Doch, ich hab den Nachtbrenner aufgesammelt. Yay. Ja. Okay. Dann bin ich aber mal raus. Okay, alles klar. Gut, dann würde ich mal sagen, mache ich noch eine kleine Pause und in so einer halben Stunde bis einer Stunde, je nachdem, wenn ich soweit bin, können wir ein bisschen mit Total War Warhammer weitermachen, wenn jemand Lust drauf hat. Total War Warhammer, guck vielleicht nebenher ein bisschen an. Du versagst. Oder ich spiele mit meinen Piraten weiter. Haha, die können keine Kreise. Pirate Boys. Ja gut, dann erstmal vielen Dank fürs Zusehen und ich würde mal sagen, dann bis auf jeden Fall, bis zum nächsten Mal wieder. Wie gesagt, so eine halbe bis eine Stunde gibt's heute wohl. Weil ich es gerade sehe übrigens, Mr. Wolfi, wieso brauche ich doch Intelligenz? Bei meinem Bild brauche ich eigentlich keine Intelligenz. Also meine Viecher, meine Summons skalieren nicht mit Intelligenz, wenn ich das jetzt richtig gesehen habe bei Divinity. Okay. Aber gut, dann mal bis zum nächsten Mal. Ja. Bye bye. Tschüss. Bye bye bei Utwin Stream.